So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. 10-mal das brandneue und aktuelle Sonderausgabe von Lego Ninjago Legacy Nummer 21 mit den Schlangenkopf und Kai als limitierte Karte. Perfekt. Und die Schlangenköpfe, die sind ja richtig cool. Ihr könnt ja daraus eine limitierte Edition machen. Warum? Dunkle Arme. Und das, passt mal auf, ich habe den ja umgebaut. Eigentlich ist das der, weil der hat diesen Druck. Seht ihr das? Dann haben wir ja noch Schlangenköpfe, die einen anderen Druck haben. Dann wäre er so. Und ich habe die dunklen Arme gelassen. Seht ihr das? Und diesen hier, so wie der hier ist, gibt es nirgendwo. In kein Set habe ich den bis jetzt entdeckt. Mit diesem Druck, dunkle Arme, Schulterpolster. In keinem Set entdeckt. Also ist es doch praktisch eine limitierte, die nur ihr besitzt, wenn ihr sie umbaut oder eben so lassen mit die hellen Arme, sieht da natürlich auch mega aus. Aber ich finde, einmal sollte man das haben als Colonel, Admiral, Anführer der Gruppe. So, und dann kann man natürlich die Schulterpolster bei diesen wieder drauf lassen. Das ist dieser hier ohne Schulterpolster, dunkle Arme, stelle ich jetzt gleich einen daneben, damit ihr nochmal den Unterschied sieht. Aber mir gefällt das als Armee. 10 Stück, so eine kleine Gruppe, kann man natürlich machen. Sollte man vielleicht 5 bis 10 Leute so hinstellen, sieht das als kleine Armee aus. Weil die nächste Ausgabe wird auch wieder cool, obwohl wir sie ja haben. Aber es dauert ja noch ein paar Tage, deswegen öffne ich hier 10-mal oder packe 10-mal das Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 21 aus. Und mal schauen, wie viele limitierte Karten überlebt haben. Ihr kennt das ja. Ah ja, weil die sind nicht eingepackt. Und dann habe ich sie ja noch transportiert in eine Tüte. Das war wohl nicht sehr gut. Karte in Ordnung. Ah, ich sag, was ist da denn drauf? Panzerkleber. Da ist teilweise Kleber drauf. Also. Das sollen die aber doch nicht bei limitierten Karten so machen. Da sollen sie die doch lieber von innen einkleben, weil das bringt ja nichts. Die verknicken ja. Auch wenn sich viele beschweren, sie fallen ab beim Transport oder sowas. Aber von innen reinkleben demnächst. Da ist aber auch. Weil teilweise, wenn ihr nicht aufpasst und ihr dreht sie so ab und die rollen sich nicht auf, dann habt ihr Knicke drin. Und das ist natürlich richtig ärgerlich für eine limitierte Karte. Mal hier. So viel Kleber da drauf, das ist schon Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz, schreibt immer jetzt in die Kommentare, wie oft ihr das Magazin habt. Nur einmal wegen der limitierten Karte oder vielleicht 2-mal, weil ihr die Figur so gut findet oder auch 3-mal. Und denkt immer dran, das Magazin kostet eigentlich 6 Euro. Preis stimmt schon. 2 Minifiguren, eine davon ist natürlich besser wie die andere. Und eine limitierte Karte. Der Preis stimmt. Aber ihr müsst auch dran denken, ich zeige das immer wieder, wenn bei euch in der Nähe ein Flohmarkt, Wochenmarkt ist, bekommt ihr diese Zeitschriften ruckzuck für 2,50. Ich habe es euch schon ein paar Mal gezeigt. Ich werde auch wieder jetzt demnächst wieder gehen, vielleicht nächste Woche mal wieder und mal schauen, was es wieder alle gibt. Ich mache ja auch teilweise gute Schnäppchen, wenn Privatleute da sind oder so, dann kann man was Schönes entdecken. Das dazu. Denkt immer daran, kauft nicht so viele in Handel für 6 Euro, wenn ihr wisst, man kriegt sie auch für 2,50. Und da ist die Preis-Leistung natürlich top. Limitierte Karte, 2 Figuren für 2,50. Kann man immer machen. So, jetzt muss ich langsam mal eins vorsichtig abmachen, weil ich brauche ja ein Titelbild. Ja, das könnte dieses hier werden. Da ist der Kleber mit abgegangen. Alter, wie? Versuchen immer zu sparen, keine Folie mehr zu nehmen, aber machen Kleber drauf.
Von allerfeinsten. Aber bis jetzt muss ich sagen, alle limitierte Karten heile geblieben. Das ist ja mit das Wichtigste und besonders bei Kai. So, jetzt habe ich hier ein Magazin, sehe ich gerade ohne Magazin. Ja, ein Magazin ohne Magazin. Das Magazin ist weg. Ist nur die Titelseite. Auch nicht schlimm. Der war richtig frisch, da man konnte es richtig sehen. So, und das ist das 10. Und 10 limitierte Karten der Lego Ninjago Serie 7 Next Level, die LE2 Kai, 10-mal heile geblieben. Okay, man muss die jetzt, weil man ja immer abzieht, so ein bisschen nachkorrigieren. Aber das kennt ihr ja, 10-mal ist der Kai heile geblieben. Perfekt, das dazu. So, und jetzt kommen wir zu den Schlangenkopf, weil das ist ja der mit das Gelumpe hinten dran, ne? Was ich nicht so mag. Das ist ja, wartet mal, ich habe den, glaube ich, einmal noch mal hier. Und dann eben die Kettensäge in Hand. Aber ich finde, diese Bohrer, die da dran sind, die müssen nicht sein. Aber wie gesagt, das ist immer meine Meinung. Ich kann nur meine Meinung sagen und vertreten. Eure Meinung müsst ihr in die Kommentare schreiben, dass ich mal darauf eingehen kann. So, es sind hier natürlich alles lose gewesen. Zwei Bohrer, das Schwert. So, aber erstmal jetzt die Figur zusammensetzen. Ich setze natürlich jetzt nicht mit dem Bohrer, weil ich dieses nicht mag, damit ihr jetzt seht, den Vergleich nochmal. Das ist diese Figur, die in die Legacy Magazine drin ist, ganz links außen. So, jetzt schaut sie euch nochmal genauer an, damit ihr den Unterschied seht. Seht ihr, das ist, oder die Figur ist in diese Magazine drin, die hat dunkle Arme. Ich habe die Arme umgesetzt, das ist der Druck, der gleich ist, das ist der andere Druck. Also hier mit dunklen Armen, seht ihr ja, schon perfekt. Arme an diesen Druck reingemacht dann, und die Schulterpulse, dann sieht diese Figur so aus. Und das hat doch was, oder? Von hinten ist natürlich auch ein anderer Druck. Da gefiel mir die Schulterpolster, weil diese Figur eben, die ziemlich dunkel ist, richtig cool. Hier die dunklen Arme, helle Arme. Ist natürlich so, wenn ich jetzt hier die dunklen Arme hier dran mache, habe ich helle Arme immer, zack. Jetzt könnte man nur noch um die Hände streiten. Vielleicht die Hände, ja, was sieht besser aus? Die orangen Hände da dran, ja? Die Orangen, glaube ich, besser hier, wenn der orange Arm hat. Könnt mir ja mal eure Meinung, eure Kommentare schreiben. Ja, ich glaube, wenn ich da jetzt so drauf gucke, hier dunkle Arme, helle Arme, orange, hier die Arme tauschen, die Hände tauschen, dass die auch dunkel sind. Was würdet ihr davon halten? Wie habt ihr eure Figur umgebaut, wenn ihr sie umgebaut habt? Weil ihr seht einfach, ja, jetzt seht ihr, die Figur ist drinne. Die wurde daraus gemacht, weil die alten Druck sind. Das ist die normale. Und schon habt ihr eine limitierte Figur, die sonst keiner hat. So, dann haben wir natürlich unseren Kumpel. Eben kurz gucken, hat der einen Rücken? Nein, weil mir ist ja alles runtergefallen. Ich muss ja jetzt gleich gucken, weil hier unten sind so viele Magazine und Wundertüten. Aber das Schwert, ich finde das richtig cool. Die Farbe ist natürlich auch nicht zu verachten. Klasse. Aber wichtiger ist für mich diese Schlangenköpfe, wenn man die umbaut. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare, wie ihr die findet, was ihr davon haltet. Ich werde natürlich irgendein Set, wo diese Schlangenköpfe drin ist, unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall noch. Günstig sowieso noch. Aber nichtsdestotrotz, beeilt euch, wenn ihr was bestellt. Es ist kurz vor Weihnachten, schnell ausverkauft und lange Lieferzeiten. Aber ich werde unter dem Video packen,
Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung über diese Figuren. 5 bis 10 Stück sollte man haben für so eine kleine Armee, finde ich. Was haltet ihr davon? Aber nichtsdestotrotz ist das Wichtigste. Bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.